alles klar, Kinder? Ei, ei, Captain! Geht das nicht lauter? Ich bin verdammt nochmal sauer. Das liegt aber nicht an euch natürlich. Es liegt auch nicht an meinem Umfeld. Das liegt vielmehr an diesem Spiel. Das ist ein Remake zu SpongeBob Schlacht um Bikini Bottom. Jetzt heißt es SpongeBob Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Oder wie auch immer das heißt. Und ich frage mich, warum sie es nicht eingedeutscht haben. Das haben sie beim Originalspiel auch gemacht. Ich habe auch ein neues Zimmer, neue Kulisse, wie ihr seht. Werde ich am Ende des Videos mal ein bisschen einbauen. Vorausgesetzt, ich vergesse es nicht. Bevor es wieder auf diesem Kanal nämlich richtig losgeht, wollte ich mich noch einmal kurz ein bisschen auslassen über dieses Spiel. Denn das Spiel, naja, wie soll ich sagen, ist absolut unfertig. Es ist ja jetzt aktuell nichts Neues, dass immer mehr Spiele auf den Markt kommen, die unfertig sind und direkt, naja, gepusht werden, ein bisschen gerusht werden. Hauptsache, ja, das Spiel kommt passend zum Film raus, der wegen Corona verschoben wird. Ja, ganz toll, aber Hauptsache, das Spiel kommt pünktlich raus. Aber es ist dafür unfertig. Ganz ehrlich, ich hätte lieber noch 2-3 Monate gewartet auf dieses Spiel. Hauptsache, es hätte auch funktioniert. Aber das tut es nicht. Also klar, ne, das Spiel läuft, aber es hat so viele Bugs, das ist unnormal. Ich würde an dieser Stelle auch Gameplay zeigen, doch da ich dazu nicht fähig bin, zeige ich vielleicht hier und da ein paar kleine Bilder. Wahrscheinlich werde ich es im Nachhinein auch nicht machen. Es ist wie gesagt nur ein kleines Video und im Nachhinein geht es eh nur 10 Minuten. Doch was ist Schlacht um Bikini Bottom überhaupt? Es ist eines der, ich glaube, 5 Spiele meiner Kindheit gewesen, die ich sehr oft gezockt habe. Rauf und runter gezockt habe, ich habe es nie auf 100% geschafft auf der PS2, auf der PS4 habe ich es jetzt endlich geschafft. Aber es ist ähnlich wie Super Mario 64 ein Collective-Plattformer. Das heißt, dass man von A nach B rennt in einem Level, verschiedene Dinge sammelt, in dem vergrenzende Objekte und goldene Pfannenwender, die wie die Sterne aus Super Mario 64 sind, und dann neue Welten in typischer SpongeBob-Manier freischaltet. Zum Beispiel Quallenfelder, die Innenstadt von Bikini Bottom, die Heldenhöhle und so weiter. Hier und da noch ein paar kleine Bosskämpfe und ja, das war das Spiel im Großen und Ganzen schon. Und das Remake ist, naja, schauen wir uns einfach mal die Rückseite an. Ich werde an dieser Stelle aber auch nur die Dinge vorlesen, die nicht stimmen. Herausragende Grafik, moderne Auflösung und sorgsam aufpoliertes Gameplay. Naja, für die PS4-Version kann ich da ehrlich gesagt nur zustimmen, denn die PS4 läuft relativ flüssig, aber die Switch-Version ist eine absolute Katastrophe. Da müsst ihr euch echt mal Gameplay auf YouTube ansehen, das ist so unnormal. Brandneuer Horden-Modus, Multiplayer für bis zu 2 Spieler, online oder offline. Ja, das stimmt tatsächlich, es gibt einen Hordenmodus, aber es ist nur ein Level. Es gibt nur ein Level und der einzige Gegner da, also die schicken dir immer wieder neue Wellen von Gegnern auf den Hals in Arenen, womit du dann mit Charakteren so einen Fernkampfwaffen benutzt. Aber kämpfst dann gegen Roboter-Deos, vor allem weil du diesen Modus auch nicht alleine spielen kannst, was auch ziemlich schade ist, denn du brauchst immer einen zweiten Controller dafür, selbst offline. Außer online natürlich, da kannst du es mit anderen noch spielen, aber sonst brauchst du eben diesen zweiten Controller und das ist scheiße, das ist mega scheiße, weil ich hätte es echt gerne mal auch alleine gezockt. Und zum Schluss wieder eingeführte Inhalte, die aus dem Originalspiel entfernt wurden, wie zum Beispiel der Bosskampf mit Robotadeus und mehr. Ja, das stimmt auch. Die einzigen Bosskämpfe, die im Spiel gegen Roboter sind, sind tatsächlich Robo-Sandy, Robo-Patrick und Robo-SpongeBob und Plankton natürlich. Aber Robotadeus wurde aus dem Originalspiel entfernt und ja, das entspricht tatsächlich auch der Wahrheit. Nur, es hieß im Internet, jeder Review von irgendwelchen Webseiten und Zeitschriften immer, ja, jetzt kannst du auch Patricks Traum spielen. Ja, toll. Konnte man im vorigen Spiel aber auch schon. Das konnte man im Originalspiel schon. Und ja, damit meine ich jetzt den Traum, wo man einfach nur in der Dunkelheit steht, Patrick in der Mitte steht und sich dann einfach den Pfannenwinde abholt. Das ist Patricks Traum. Und ich habe im Internet Bilder gesehen, von wegen, dass es noch einen anderen Patricks Traum gibt. Den habe ich im Spiel aber nicht gefunden. Ich habe gesucht und gesucht und gesucht und ich habe ihn nicht gefunden. Kann man den nur online spielen? Wenn ja, warum? Ich bin ein Spieler, der nicht online spielt. Ich bin ein reiner Offline-Spieler. Und dazu kommen wir später noch. Müssen wir mal eigentlich über das Spiel selber reden. Ja, es wurde soweit alles gut umgesetzt, was im vorherigen, also im Original auch war. Manchen Texturen habe ich das Gefühl gehabt, dass es einfach genau dieselbe ist wie bei der PlayStation 2. Okay. Die Musik ist auch genau dieselbe, glaube ich. Die hört ihr auch gerade im Hintergrund. Manchmal kann die Musik schon ziemlich nervig sein, fast so nervig wie meine Stimme. Nur, naja, das Remake hat jetzt an sich 30 Euro gekostet, was ein völlig akzeptabler Preis ist für ein neues Spiel. Und es gab, glaube ich, vorher noch nie ein Remake von einem Lizenzspiel, soweit ich weiß. Und das ist schon ziemlich nice. Ich muss echt noch irgendwas mit der Lichtanpassung machen, das geht so nicht weiter. Ich habe die Story sogar im Laufe eines Tages durchgespielt, was auch relativ gut ist.
weil das Spiel sollte nicht zu lang gehen. Ja, es sollte viel Content da sein. Sie haben nicht viel neuen Content reingebracht, leider. Aber, also jetzt im Vergleich zum Spyro Remake oder hier zum Crash Nitro Kart oder Crash Team Racing Remake, da haben sie enorm viel Shit reingeballert. Ich meine, von Charakteren bis hin zu Skins, neuen Strecken, Autofahrteile, bis hin zu richtig miesen Microtransactions und Münzen, die man nur online verdienen kann. Ich meine, was soll das? Seien wir mal ganz ehrlich, was soll das? Das ist einfach nur scheiße. Und dass der Shop in CTR Remake auch nur online abrufbar war, war auch komplett scheiße. Aber wie soll es um das SpongeBob Remake gehen? Ja, die Steuerung ist an sich auch ziemlich gut. Ich habe das Gefühl gehabt nur beim Spielen, dass die Steuerung ein bisschen langsamer ist als beim Original. Und das ist an sich eigentlich auch nicht schlimm. Kann manchmal zu frustrierenden Tode sorgen. Aber, naja, das war kein Deutsch. Ich habe auch soweit mit allen drei Charakteren gut spielen können. Also SpongeBob, Patrick und Sandy. Wobei Patrick der eher langsamste und trägeste von allen drei war. Sandy ist der beste Charakter, seien wir mal ganz ehrlich. Und jo, es gibt einen schönen Bug, wenn du nämlich mit Sandy dich an einem Ort teleportierst, wo eigentlich nur SpongeBob sein kann, wie zum Beispiel sein Haus. Kannst du Sandy da zwar spielen, aber es ist immer noch die Stimme von SpongeBob. Ist ein ziemlich cooler Bug, probiert das mal aus. Ja, und Patrick ist der richtig geile Spitzkopf Larry. Nee, es gab schon ein paar coole Momente mit Patrick. Also wenn man SpongeBob und Patrick einfach mal so da stehen lässt und nichts macht, machen die manchmal dieses Gesicht hier. Das ist schon ziemlich lustig an manchen Stellen. Doch um jetzt mal endlich auf die Bugs zurückzukommen. Und ich rede hier von der Originalversion. Das heißt, ich habe die Version nicht aktualisiert, da ich keine Möglichkeit habe, meine Spiele zu aktualisieren, warum auch immer. Und das ist scheiße, das ist mega scheiße, denn ich will nicht auf Internet angewiesen sein, um das Spiel vernünftig spielen zu können. Wenn ich ein Spiel kaufe, dann will ich auch, dass es funktioniert. Das hat damals schon geklappt und es sollte auch absolut kein Problem sein, das heute auch so zu machen. Fangen wir mal damit an, dass die Cutscenes, also die Szenen, die einzelnen Filme vor den Bosskämpfen, zwischen Missionen und so, dass die teilweise vollkommen asynchron sind. Das bedeutet, wenn ein Charakter redet und du siehst, dass er redet, dann kommt die Stimme erst hinterher viel später. Und das sorgt manchmal dafür, dass du nicht den kompletten Dialog hörst, weil die Szene vorzeitig aufhört. Das ist scheiße. Die einzige Szene, bei der es funktioniert hat, war bei der allerletzten Sequenz am Ende, wenn man den finalen Boss besiegt hat. Da hat es funktioniert. Ansonsten bei jeder einzelnen Szene asynchron. Und das ist scheiße. Ich finde es aber cool, dass sie die originalen Sprecher, naja, die meisten zumindest, organisiert haben. Bei diesem Roboter, bei dem Computer in der Heldenhöhle haben sie einfach mal dieselbe Synchronsprecherin wie Sandy genommen. Ist ein bisschen faul an der Stelle, aber das verzeihe ich mal. Ein weiterer großer Bugs ist die Währung im Spiel. Bugs, Bugs Bunny oder was, kann ich jetzt kein Deutsch mehr. Ne, die Währung im Spiel, nämlich die glänzenden Objekte. Ja, wie soll ich das sagen? Im Originalspiel war es so, dass du dir hier und da einen bestimmten Spot hattest, wo du schon gut abräumen konntest. So, ich verstehe ja, dass man das im Remake nicht machen wollte, da man die Spielzeit ein bisschen strecken will. Ist ja in Ordnung, so. Aber das ist keine Entschuldigung, dass ich im Originalspiel bei einem Spot, also bei einem Ort, wo ich vielleicht 500 glänzende Objekte innerhalb von 2 Minuten abräumen konnte, dass ich da im Original nur 50 bekomme. Das ist ein absoluter Witz. Besonders, dass manche Gegner einfach überhaupt kein Geld geben. Ich rede jetzt von den Monster-Spawnern. Wie gesagt, auf manchen Versionen funktioniert es, nur in der Originalversion funktioniert es nicht. Und das ist scheiße, das ist mega scheiße. Denn ich will dafür belohnt werden, dass ich im Spiel etwas schaffe. Und die meisten Gegner, bei denen ich halt Geld am meisten nur bekomme, sind halt die, die mit den schwarzen Teer auf einem schießen. Und die drei fetten Klöpse, die übereinander gestapelt sind, die einen richtig scheiß Radius gehabt haben. Aber bei den Gegnern kriegt man manchmal so 80 bis 100 glänzende Objekte und das ist schon ziemlich gut. Ein kleiner Tipp für alle Leute, die dasselbe Problem haben wie ich und das Spiel nicht aktualisiert haben, hier ein kleiner Spot, wo man die meisten glänzenden Objekte bekommt, und zwar in SpongeBobs Traum bzw. in Mr. Krabs Traum, kann man die meisten glänzenden Objekte abstauben, indem man ganz einfach sich durchkämpft und immer wieder, wenn man stirbt, respawnt. Und dann einfach nur die kleinen, am besten weghaut, die ganz kleinen Roboter, dann die 3 Fettklöpse und dann halt die großen mit der Schutzblase drumherum. Das ist so ziemlich die beste Methode, um schnell glänzende Objekte zu farmen. Da kann man in einer Stunde schon so 50.000 bekommen. Das ist schon recht gut. Auch ohne die Aktualisierung. Aber es ist trotzdem scheiße gemacht. Hinzu kommt noch, dass das Schwingen von Sandy und das Rutschen von SpongeBob Patrick und Sandy ziemlich ungenau ist, also ungenauer als im Original. Das heißt, die Steuerung ist manchmal so, dass sie, naja, ziemlich zur Seite wegzieht, extrem, also dass es die Lenkung ziemlich extrem ist, oder dass die Steuerung halt ziemlich gerade ist, wie auf Schienen. Und das ist mega scheiße, seien wir mal ganz ehrlich, das ist mega kacke. Und das Schwingen von Sandy, da fangen wir gar nicht erst an. Gut, kommen wir jetzt mal zum Multiplikator. Und was soll ich großartig dazu sagen? Ich würde am liebsten mich in Luft auflösen. Gut, nachdem wir das haben, ja, der Multiplikator im Spiel ist auch ziemlich verbuggt.
Denn im Original war es so, dass sobald du drei Gegner auf einmal oder drei Kisten auf einmal zerstört hast, hast du ein Kombi bekommen. Also einen kleinen Bonus. Ich glaube von einem glänzenden Objekt. Und es gab so viele verschiedene Möglichkeiten, das immer zu steigern. Von, ich glaube, bis zu 10 Mal konntest du was machen. Und dann hast du halt richtig viel Asche bekommen. Und das war ziemlich nice. Das war richtig nice. Und im Originalspiel fehlt es einfach. Es fehlt. Es fehlt einfach komplett. Es fehlt. Das bedeutet, du kannst 10 Kisten auf einmal abräumen, 20 Gegner direkt auf einmal besiegen und du kriegst einen Scheiß dafür. Da steht zwar unten, ja, super Combo angezeigt und so weiter, aber es bringt nichts. Du kriegst keinen Geldbonus. Und das war etwas, was im Originalspiel ziemlich nice war. Das war ziemlich cool und das fehlt einfach hier komplett. Kann sein, dass es mit der Aktualisierung dazugekommen ist, aber wie gesagt, ich kann es nicht aktualisieren. Ich hab verkackt. Eine Sache, die ich mir fürs Remake unbedingt gewünscht hätte zumindest, wären auch noch verschiedene Kostüme, die ich den Charakteren anziehen kann. Das gab es bei sehr vielen Remakes, war das zumindest der Fall, dass man das machen konnte. Nur bei SpongeBob Remake geht's leider nicht. Die Cheatcodes, die auf der PS2 waren, haha, du Cheater. Nein, Spaß, die funktionieren einfach überhaupt nicht mehr, was auch ziemlich gut ist, muss ich sagen. So kann man sich wenigstens keine Trophäen erschleichen. Die Trophäen sind auch ziemlich einfach zu bedienen und, also was heißt zu bedienen, du kannst sie ziemlich einfach holen, was ziemlich gut ist und, also sehr benutzerfreundlich und nicht wie in anderen Spielen, wo du, keine Ahnung, ziemlich unmenschliche Bedingungen erfüllen musst, damit du eine scheiß Trophäe bekommst. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Yay. Ja, und, es ist einfach ziemlich geil gemacht. Du kannst das Spiel innerhalb von locker 3 Tagen auf 100% und all Trophäen bekommen. Nur mit ziemlich viel Frustration noch zwischendurch. Ja, und das war im Großen und Ganzen das SpongeBob Remake. Ich hätte gerne noch Ausschnitte oder Gameplay dazu gezeigt, nur dazu gibt es auf YouTube genug Stoff. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und ab der nächsten Woche geht es normal wieder mit dem normalen Content weiter. Das heißt, es geht wieder mit Trends-Video los. Es war kein Deutsch. Es geht wieder mit anderem Scheiß los. Es geht wieder mit absolut unlustigen Scheiß los und wieder mit der Arbeit. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, euer Dreamers und es gibt immer mehr Leute, die hier zukommen. Vielen Dank dafür. Und wie gesagt, es geht jetzt die Tage wieder los. Haut rein. Ciao. Alter, wie sieht's denn hier aus? Ist ja ekelhaft. Abgesehen davon, dass die Apple hier überall rumliegen, hier ist ja auch alles voll mit Spinnenweben. Päh. Widerlich. Ich möchte sofort kotzen. Ich wollte noch ein bisschen mein Zimmer zeigen. Also hier haben wir eine Ecke, wo ich meine Mangas lade, meinen Schrank und mein Mario Creeper. Hier habe ich eine Fensterbank, wo ich all meinen Kram ablade, den ich zwischendurch mal brauche. Mein Bett natürlich und meinen Schreibtisch. Und ja, das war es so im Großen und Ganzen. Das war mein Zimmer. Es ist nicht wirklich viel, aber aktuell reicht es. Und ich habe noch einen Balkon dazu. Den kann ich vielleicht auch für ein paar Videos nutzen.